Die Münchner Sicherheitskonferenz. Seit mehr als 40 Jahren ist sie das internationale Forum der Außen- und Sicherheitspolitik. Unabhängiges Denken, offene Diskussionen, globale Visionen. Die Sicherheitskonferenz steht mittlerweile in einer langen Tradition, von der Wehrkunde ausgehend, und hat immer die sicherheitspolitische Debatte bestimmt eines Jahres. Und da die Impulse möglichst früh im Jahr bereits gesetzt, im Februar, wir haben neue Herausforderungen, neue Gefahrenszenarien und dazu zur Bewältigung dieser kann auch die Sicherheitskonferenz einen maßgeblichen Beitrag leisten. Noch immer gibt es Gräben zwischen dem westlichen Teil Europas und Russland. Doch das Denken der Vergangenheit muss überwunden werden. Europa braucht Russland und Russland braucht Europa. Sicherheit im 21. Jahrhundert wird es nur mit Russland und nicht gegen Russland geben. Globale Kooperation muss es auch auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt geben. Sie darf keine politische Vision bleiben. Die Impulse für eine nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung gibt es bereits. Sie müssen nur in die Tat umgesetzt werden, um eine sicherere Welt zu schaffen. Auch die Finanz- und Wirtschaftskrise hat tiefgreifende Folgen für das globale Machtgefüge und für die Fähigkeit des Westens, Konflikte zu managen und zu verhindern. Dass es für den Konflikt in Afghanistan keine militärische Lösung geben kann, wird immer deutlicher. Für die Zukunft Afghanistans muss die internationale Staatengemeinschaft an einer politischen Lösung arbeiten. Sicherheit muss generell neu gedacht werden. Bedrohungen aus dem Cyberspace stellen ein neues sicherheitspolitisches Problemfeld dar, dessen Bedeutung noch unvollständig erfasst ist. Die Sicherheitskonferenz möchte zu einer qualifizierteren sicherheitspolitischen Debatte beitragen. Das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Auftrag. In wenigen Jahren feiert die Münchner Sicherheitskonferenz ihren 50. Geburtstag. Über Jahrzehnte hat sie sich etabliert als das sicherheitspolitische und außenpolitische Diskussionsforum für Entscheidungsträger in Europa und in der Welt. Diese herausgehobene Rolle, die nur die Münchner Sicherheitskonferenz in dieser Weise für sich beanspruchen kann, die wollen wir weiter ausbauen.